wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 14. März 2017 mit der Nummer 1051. University Park, VSA. Der Mensch, einziges Lebewesen, das sein Essen erhitzt, wohl wahr. Die Entwicklung des Feuergebrauchs dazu war für die menschliche Evolution bedeutsam. Dadurch konnten bereits gemeinsame Vorfahren von Neandertalern und Homo sapiens ansonsten nicht essbare Knollen und Wurzeln als Nahrungsmittel nutzen, zähes Fleisch leichter verdaulich machen. Aber wer ständig offenes Feuer in Gang hält, ist auch verstärkt toxischen Substanzen ausgesetzt, die beim Verbrennen von Holz, beim Grillen, Rösten entstehen und über Lungen oder Darm in den Körper gelangen. Jetzt entdeckten amerikanische Forscher eine Mutation im Erbgut des Homo sapiens, die vor schädlichen Verbrennungsprodukten schützt. Weltenwandel. Das 21. Jahrhundert wird eine Zeit härtesten Kampfes um die Zukunft sein, wenn ganze Staaten, Ethnien und Kulturen unbarmherzig ohne Sentimentalitäten vom Radierer der Geschichte fortgewischt werden. In diesem Kampf werden nur geeinte soziale Systeme überleben und siegen. Verschweißt durch einen gemeinsamen Wertekodex, charakterisiert durch minimale soziale Polarisierung und einer hohen Prozentzahl an Wissensträgern. Oligarchensysteme werden das nicht überleben. Ihr Schicksal ist es, ökonomischer Kompost zu werden, Dünger für Starke. Anderes verdienen sie auch nicht. Für einen Großteil der Menschheit wird die neue Welt als neues dunkles Zeitalter erscheinen. Kommende Großereignisse. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Doch zumeist werden diese Schatten von den Menschen nicht wahrgenommen und registriert. Will man diese Schatten frühzeitig erfassen, heißt es, sich mit den Signalen, die innerhalb solcher Veränderungen, solcher neuen Zyklen, innerhalb der politischen und Finanzlandschaft entstehen, auseinanderzusetzen. Diese Signale zeigen oftmals auf, dass größere Veränderungen bevorstehen. Einige Ereignisse der nächsten Monate. Sitzung, das wird hochinteressant morgen, kann ich schon mal darauf hinweisen, Sitzung der Federal Reserve am 14. und 15. März. Ende des Aufschiebens der VS-Schuldenobergrenze am 15. März. Offizielle Brexit-Einleitung am 15. März. Französische Wahlen vom 23. April bis 7. Mai. Abstimmung zu möglichen Neuwahlen in Italien bis zum 30. April. Bundestagswahlen in Deutschland am 24. September. Conclusio. Für mich scheinen obige Ereignisse, einige von vielen bewusst zeitlich so eng aneinandergelegt worden zu sein, dass es kein Zufall mehr sein kann. Die IGE planen seit Jahrzehnten die finanzielle Neuausrichtung, die Schaffung einer einzigen Globalwährung bzw. eines Weltwirtschaftssystems. Die ersten Samen dazu sollen 2018 aufgehen. Wollen die IGE an ihrem Zeitplan festhalten, benötigen sie eine Serie finanzieller Erdbeben, um die Grundfesten der alten Weltordnung zu zerstören und somit den Weg für eine neue Weltordnung zu bereiten. Na, schauen wir mal, was am morgigen Tage passiert. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, das Land offiziell pleite hinzustellen, was ja aber so, denke ich mal, nicht offiziell passieren wird. Und was ist die Konsequenz? Womit verdient man das meiste Geld? Mit Krieg. Aktienmärkte VSA. Ein genauer Blick auf die Aktienmärkte zeigt, dass dort erste Crash-Anzeichen deutlich sichtbar werden. Alle großen Investoren Entschuldigung. Und Anleger lassen kein frisches Kapital mehr in die Aktienmärkte fließen. Eigentlich ein gewichtiges Alarmsignal. Nebst erwarteten nächsten Zinsschritt nach oben durch die Fed erwartet man auch eine weniger expansive Geldpolitik der EZB. Ohne ständigen Zufluss neuen billigen Zentralbankgeldes ist dieses Haus nicht mehr haltbar. Angesichts derzeit bekannter Umstände darf man wohl davon ausgehen, dass der Aufwärtstrend an den Aktienbörsen bald schon ein jähes Ende finden wird. Washington. Vergangenen Freitag hielt Spicer, Pressesprecher der Trump-Administration, sein tägliches White House Press Briefing.
Glaubt das Weiße Haus, dass es sowas wie den tiefen Staat gibt, welcher aktiv daran arbeitet, den Präsidenten zu unterlaufen? Dazu sagt Spicer, ich denke nicht, dass es irgendeine Überraschung ist, dass es Leute gibt, welche 8 Jahre lang in der letzten Administration verborgen waren, an deren Agenda geglaubt haben und diese gerne weiterführen wollen, sollte niemanden überraschen. Dies lässt eindeutig den Schluss zu, dass man sich nicht nur im Klaren über das Ausmaß der hintergründig laufenden Maßnahmen zur Administrationsstörung ist, sondern auch, dass man hochoffiziell mit legalen Mitteln aktiv dagegen vorgeht. Washington, Kambodscha. Die VSA fordern nach 50 Jahren der Rückzahlung der Kriegsschulden von Kambodscha in Höhe von 500 Milliarden Dollar. Das VS-Militär hatte während des Vietnamkriegs 500.000 Tonnen Bomben über Kambodscha abgeworfen und Hunderttausende Zivilisten getötet. Um die darauf folgende Hungerkrise abzuwenden, stellte Washington Kredite bereit, die nun zurückgezahlt werden sollen. Das ist eine bodenlose Frechheit an sich. Brasilien. Naturkatastrophen kommen die Brasilianer teuer zu stehen. Abgesehen von menschlichen Opfern haben sie in den vergangenen 20 Jahren monatlich Kosten in Höhe von 800 Millionen Reais, umgerechnet derzeit etwa 240 Millionen Euro, verursacht. Die Zahlen sind allerdings nur die Spitze des Eisbergs, wie die Forscher einräumen, die die bisher umfangreichste Erhebung über Naturkatastrophen in Brasilien gemacht haben. Peru. Die schweren Regenfälle mit Erdrutschen und Überschwemmungen haben in diesem Jahr in Peru bisher 43 Menschen getötet. Mehr als 500.000 sind von den Auswirkungen betroffen. Unter den Folgen der Naturkatastrophen leiden 24 Departamentos, 814 Kilometer Straßen wurden zerstört, 72 Menschen verletzt und tausende Häuser zum Teil schwer beschädigt. Damaskus, Syrien, VSA, Türkei. Der syrische Präsident Assad hat am Samstag im Interview mit Phoenix TV China die VS-amerikanischen und türkischen Truppen in Syrien als Invasoren verurteilt. Begründung: Sie hatten weder eine Einladung oder Erlaubnis der syrischen Regierung noch Rücksprache gehalten. Besonders scharf kritisierte er die VS-Armee. Diese sei besonders gut im Zerstören und Probleme schaffen, aber nicht für Lösungen, wie die vergangenen Kriege alle belegen. Wahre Worte. Afghanistan. Nach den VN-Angaben stand die Zahl afghanischer ziviler Opfer, getötet bzw. verstümmelt im Jahr 2016, bei 11.418 Personen. Auch wenn andere militante Gruppen im Land gewiss zur Rekordzahl von getöteten oder verletzten Zivilisten beigetragen haben, ist das Blut dieser unschuldigen Leben auch an den Händen der VSA. Richtig. Ankara, Türkei, Niederlande. Die Türkei hat dem Botschafter Hollands die Einreise ins Land verwehrt, teilte der stellvertretende türkische Ministerpräsident Kurtulmus mit. Ebenso wurden diplomatische Flüge sowie Regierungstreffen auf hohem Niveau eingestellt. Der türkische Bananenpräsident Erdogan hatte den Niederlanden vorgestern gedroht, dass sie für ihre Vulgarität bezahlen werden. Er rief alle Institutionen, die die Demokratie und Menschenrechte verteidigen, dazu auf, Sanktionen gegen die Niederlande zu verhängen. Die Niederlande hätten sich laut Erdogan wie eine Bananenrepublik benommen. Den Gedanke erkennen, der dahinter steht, was mit der Türkei zu tun hat. Einfach nur den Gedanke, was man wieder plant. Myanmar. Als ausgesprochen friedliche Religion gilt der Buddhismus. Im Westen glaubt man, dass Buddhisten buchstäblich keiner Fliege etwas zuleide tun können. Gar nicht zu dieser Vorstellung passen Nachrichten aus Myanmar, das eine buddhistische Mehrheit hat. Dort wird seit Jahren die muslimische Minderheit, die Rohingya, von der Regierung drangsaliert und von radikalisierten buddhistischen Mönchen gequält und ermordet. Beijing, Südkorea, VSA. Südkorea und die VSA haben am Montag das gemeinsame Militärmanöver K-Resolve begonnen. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua erklärte dazu, die gegenwärtige Lage auf der koreanischen Halbinsel sei heikel und kompliziert. Die betroffenen Seiten sollten sich um eine Förderung der Entspannung der Lage sowie den Schutz von Frieden und Stabilität bemühen.
Moskau, Russland. Russland wird die Vernichtung seiner chemischen Waffen höchstwahrscheinlich vorsichtig abschließen, wie der Chef der russischen Staatskommission für chemische Abrüstung, Babitsch, dem russischen Präsidenten Putin berichtete. Demnach soll dieses Ziel noch im laufenden Jahr erreicht werden. Unsere internationalen Verpflichtungen verpflichten uns dazu, diese Arbeit bis zum 31.12.2018 abzuschließen. Doch wenn wir mit dem gleichen Tempo wie jetzt arbeiten werden, wenn es zu keinen technologischen Verschiebungen kommt, dann werden wir diese Arbeit sowohl finanziell als auch technologisch und personell bereits im laufenden Jahr beenden können, so Babitsch. Seit Beitritt der Internationalen Chemiewaffenkonvention 1997 hat Russland bis Ende 2015 bereits 91,2% der russischen C-Waffen entsorgt. Ja, würde ich sagen, viele Grüße an die anderen Länder, die sich alle Art von Waffen anschaffen. Sich mal ein Beispiel daran nehmen. Aber den Fehler hat, glaube ich, schon mal jemand gemacht. Abgerüstet. Moskau, Syrien-Verluste. Die erste Meldung über den Tod eines russischen Soldaten erschien am 3. März im sozialen Netzwerk V-Kontakte. Die Ehefrau des Gefallenen erkundigte sich dort nach der Telefonnummer des Stabschefs der Brigade. So wurden Journalisten auf den Fall aufmerksam. Auf deren Anfrage bestätigte das russische Verteidigungsministerium noch am Abend, dass der Soldat am Vortag in der Nähe von Palmyra gefallen sei. Warum wurde eine Stellungnahme nicht früher veröffentlicht? Die Antwort ist simpel. Das Verteidigungsministerium darf Verluste nicht öffentlich bekannt machen. Das nennt man einfach nur so Verluste. Welche Abartigkeit. Menschen sterben, das sind Verluste. Schön. Sollten die Soldaten sich eventuell mal auch hinter die Ohren schreiben, die sich für Geld als Söldner benutzen lassen. Moskau, Washington, Hamburg. VS-Präsident Trump und der russische Präsident Putin werden sich spätestens beim G20-Gipfel im Juli zum Gespräch treffen. Wie Putins Pressesprecher Peskow am Sonntag erklärte, kämen Putin und Trump während des G20-Gipfels im Juli zum Gespräch zusammen, falls Russland und die VSA sich nicht über ein vorheriges Treffen der beiden Spitzenpolitiker einigen könnten. Lugansk, Ukraine, VSA. Militärausbilder aus den VSA sollen ukrainische Soldaten mit Sprengstoff versorgt und diesen Sabotagemethoden beigebracht haben, wie einer der in der selbsterklärten Volksrepublik Lugansk festgenommenen Aufklärer im Verhör einräumte. Besonderes Augenmerk hätten die VS-Amerikaner auf die Ausbildung von Sabotagegruppen gelegt. Schon klar. EU, Russland, Ukraine. Die EU-Sanktionen gegen Staatsbürger aus Russland und der Ukraine bleiben für weitere 6 Monate, also bis Mitte September 2017, in Kraft. Die EU-Staaten verweisen bei der Entscheidung vor allem auf eine fehlende Umsetzung des Minsker Abkommens im Ukraine-Konflikt. EU-Verantwortliche sehen keinen Anlass, die Sanktionen zu lockern oder gar aufzuheben. Die EU-Staaten haben 2014 Sanktionen gegen Russland beschlossen, bislang immer um 6 Monate verlängert. Brüssel, Berlin. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag geht davon aus, dass die EU-Kommission zeitnah 3 neue gentechnisch veränderte Maissorten zum Anbau in der EU zulassen wird. Oh mein Gott. Der zuständige EU-Berufungsausschuss am 27. März werde das wohl nicht verhindern, heißt es in einem Antrag, den die Fraktion vergangenen Donnerstag in den Bundestag einbrachte. Das wäre die erste Anbauzulassung für Gentech-Mais nach fast 20 Jahren. Immer schön in der Natur rumwurschteln und alles gegen den Menschen anwenden, finde ich eine tolle Sache und gegen die Natur vor allen Dingen. EU-Migrantenschleuser. In der EU wird derzeit gegen über 5000 organisierte Banden ermittelt, wobei die Polizeichefs warnen, dass die Verbrecherbosse Milliarden an der Migrationskrise verdienen, wie wir wissen. Etwa 60% der Bandenmitglieder sind EU-Bürger, wie es im neuesten Europol-Bericht heißt. Laut diesem haben die Verbrecherbosse 2015 bis zu 5,7 Milliarden Euro verdient, wobei die Gewinne 2016 um etwa 2 Milliarden Euro sanken, da die Zahl illegal in die EU strömender Menschen auf etwa 510.000 fiel. Es ist einfach nur ein Gipfel. Wir schaffen das.
Jawohl, Frau Merkel. Schauen wir mal weiter, was das noch wird. Salzburg. Das österreichische Bundesland Salzburg liegt voll im mitteleuropäischen Trend und kann sich infolge des zeitweise völlig unkontrollierten Massenzuwanderungen nicht zuletzt über eine signifikant gestiegene Kriminalität freuen. Das ergibt die Auswertung der Deliktzahlen. Demnach stieg der Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger an der Verbrechensstatistik im Bundesland Salzburg in den letzten 4 Jahren um stattliche 33%. Derzeit sind 42,6% aller Straftäter Ausländer. Da möchte ich die wahre Liste sehen. Also der Statistik traue ich hier noch nicht. Die Zahl ist schön wieder nach unten gehüpft worden, meines Erachtens. Berlin, Deutschland. Englische Medien sind über ein Strategiepapier der Bundesregierung empört. Haben sie nichts gelernt? Merkel-Regierung hofft auf 12 Millionen Migranten. Auch die könnte sie doch zu sich nach Hause einladen. Mal sehen, ob ihr Garten dafür ausreicht. Man muss es heute schon aus britischen Medien erfahren. Es gibt ein geheimes Papier der deutschen Bundesregierung, welches die Masseneinwanderung nach Deutschland sogar feiert. Die Medien hierzulande haben noch gar nicht über das Strategiepapier berichtet, welches Anfang Februar zur internen Verwendung verbreitet worden sein dürfte. Im Dokument heißt es gar wörtlich, aus bevölkerungswissenschaftlicher Sicht erscheint auch eine höhere dauerhafte Zuwanderung von 300.000 möglich. Bevölkerungswissenschaftlicher Sicht. Wissenschaft, die schafft Wissen. Die weiß nichts. Mal ganz nebenbei. Stuttgart, Deutschland. Manchmal gibt es auch in der Bild Zahlen, die vorher nicht politisch korrekt verbogen worden sind. Die Zahl der Straftaten von Asylbewerbern und Flüchtlingen ist 2016 deutlich gestiegen. Die polizeiliche Kriminalstatistik erfasste 64.329 Fälle, ein Plus von fast ein Fünftel. Völlig absurd aber die Begründung des Landeskriminalamtspräsidenten Michelfelder. Der freut sich und behauptet, Flüchtlinge sind 2016 im Kriminalitätsgeschehen angekommen. Welcome criminal refugees. Oder wie? Dürfen wir das als gelungene Integration verstehen? Deutschland, Europa. Die patriotische Bewegung hat sich im Gesamten nachhaltig positiv verändert. Von konstruktiver Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Themen bis hin zum zielorientierten modernen Aktivismus stimmt fast alles. Nur eine Schwäche aus alten Tagen existiert weiterhin und verhindert bisweilen den ganz großen Erfolg. Sie findet keine Antwort auf sogenannte V-Leute, welche die Bewegung immer wieder unterwandern, zwecks massiver Spaltung. Berlin, Deutschland. Mitten in der Nacht wurden vergangene Woche im Deutschen Bundestag die Gesetzentwürfe zum Videoüberwachungsverbesserungsgesetz angenommen, mit denen 3 Maßnahmen beschlossen wurden, die die Bürgerrechte unmittelbar betreffen. Im Hauruck-Verfahren wurde eine Änderung des Datenschutzgesetzes beschlossen, das den Einsatz von Videokameras beispielsweise in Einkaufszentren erleichtert, den Einsatz von Bodycams bei Polizisten und die Möglichkeit zur allgemeinen Erfassung von Kennzeichen. Ja, das wissen wir ja eigentlich schon lange, dass das im Plan ist. Naja, noch sind die Menschen ruhig. Volkes Zorn kann heftig werden. Die gute Nachricht. Natives Kokosnussöl ist für sich genommen bereits eines der erstaunlichsten Produkte für die Gesundheitsfürsorge Sorge und Schönheitskuren. Eine Möglichkeit, um Kokosnussöl noch nützlicher zu machen, besteht darin, es mit den medizinischen Eigenschaften von Marihuana anzureichern. Kokosnussöl ist reich an natürlich gesättigten Fetten, das Tetrahydrocannabinol, also THC, und Cannabidiol, also CBD, in Marihuana, die beiden Cannabinoide, die Marihuana seine heilenden Eigenschaften verleihen, sind sehr gut in Fett löslich. THC-reiche Sorten sind am besten für die Behandlung von Schmerzen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Essstörungen, Asthma, grünem Star und Schlafstörungen geeignet. Andere Sorten, die einen höheren CBD-Anteil haben können, zur Bekämpfung von Angst, Schmerzen, Tumoren, Krebs, Anfällen, Psychosen und neurodegenerativen Störungen eingesetzt werden. Die Marihuana-Sorte ist immer entscheidend.
wenn man darüber nachdenkt, dass es ja eigentlich nur eine Pflanze ist, die auf Gottes Acker wächst, ist es schon erbärmlich, sowas zu verbieten, was den Menschen hilft. Das ist die weniger gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht: begrüßt du den neuen Tag, auch diesen Montag oder den heutigen Dienstag? Sagst du am Morgen, ich muss jetzt aufstehen, dann beginnst du den Tag mit einer Unwahrheit. Die Wahrheit heißt, du darfst aufstehen, du darfst leben. Dir wird ein neuer Tag, ein neues kleines Leben geschenkt, auch am Montag oder Dienstagmorgen. Der Montag oder Dienstag ist genauso wertvoll wie die anderen Tage bis hin zum Freitag und Sonntag. Es ist ein neuer Anfang eines Tages, einer Woche. Mit jedem Ich muss erschaffst du Druck, Missmut und eine niedrige Schwingung in deinem Körper. Kein Vogel denkt, Scheiße, schon wieder ein Tag, an dem ich fliegen und Nahrung suchen muss. Nur Menschen denken so etwas Merkwürdiges. An jedem Morgen ruft dir das Leben zu, Guten Morgen, große Schöpferin, großer Schöpfer. Ich schenke mich dir. Mach du das Allerbeste aus mir. Genieße mich. Erschaffe bewusst und mit Liebe das Leben, das du leben willst. Entscheide dich, wie, mit welcher Einstellung du durch diesen Tag gehen und ihn leben willst. Wie die Engel so schön sagen in ihrem Buch Engel reden Klartext, mach aus dem Muss einen Kuss, dann kommt dein Leben in den Fluss. Einen wunderbaren, schönen Dienstagabend wünsche ich euch allen. Recht vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und es dankt eure Biene vom Honigmann. Und tschüss und wie immer viele herzliche Grüße an alle.